Hallo YouTube, willkommen in meiner Küche. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video und zwar mit der Frage, Ölziehen, ist das eigentlich nur Hokuspokus? Ist das Gelaber oder was soll das? Oder bringt es am Ende des Tages vielleicht doch was für deine Zahn- und Mundgesundheit? Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Ich lade dich in diesem Video einfach ein, sei mal ein bisschen offen, guck ein bisschen über den Tellerrand. Wenn du aber von Anfang an sagst, Ölziehen, das ist doch alles nur Blödsinn, dann kannst du jetzt auch ausschalten. Wenn du sagst, das ist nichts für dich, dann ist das in Ordnung. Aber urteile nicht darüber, bevor du es nicht selber ausprobiert hast. Ja? Gut, also für alle diejenigen, die einfach innovativ sein wollen, ein bisschen was Neues lernen wollen, von Ölziehen schon was gehört haben, aber sich irgendwie noch nicht so richtig getraut haben, dranbleiben. Das Ölziehen begleitet mich ehrlich gesagt schon, na, ich würde sagen 20 Jahre. Warum? Da ist meine Mutter dran schuld. Die hat vor bestimmt 20 Jahren sich einfach mit dieser Möglichkeit der gesunden Mundflora auseinandergesetzt und fing auf einmal morgens an, Öl zu ziehen. Und ich habe gesagt, ja, komm, macht man. Wenn es Spaß bringt, was soll denn das bringen? So, dann bin ich einfach durch die klassische Ausbildung der Zahnmedizin durchgedonnert. Und Ölziehen ist da etwas, oh, das ist Hokuspokus. Und mittlerweile, je tiefer ich da wieder selber für mich persönlich einsteige, mich mit Alternativen auseinandersetze, warum soll ich das denn als Zahnarzt nicht machen? Wenn du offen bist und alle neue Möglichkeiten suchst, diese Chemiebomben von Mundspüllösungen einfach wegzuschmeißen, und ich freue mich, wenn ich auf den anderen YouTube-Kanälen mittlerweile andere junge Zahnärzte sehe, die das genauso sehen wie ich, für Menschen, die sich dem öffnen, zu sagen, ja, das ist doch super, mach das doch, weil die Frage ist doch, schädigt das irgendwie? Nein, schädigt nicht. Es kann nur positiv sein, ja, weil viele sagen dann, ja, da gibt es doch keine Studienlage. Wer soll das denn finanzieren? Ich meine, da muss man doch mal Real Talk betreiben. Diese ganzen wissenschaftlichen Studien kosten einen Haufen Geld. So, wer finanziert das? Die Pharmaindustrie oder die Kosmetikindustrie, und die werden kein Interesse daran haben, etwas in die Studienlage zu investieren, wo sie am Ende des Tages vielleicht verlieren könnten, oder? So, für alle diejenigen, die dem ganzen Thema jetzt offen gegenüberstehen und sich immer fragen, was für Öle soll ich nehmen, wie geht das jetzt genau, die werde ich jetzt an die Hand nehmen und ihnen einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Schau, das Ölziehen an sich ist etwas, was schon ganz lange existiert, und es kommt aus dem Ayurveda. Aus dem Ayurveda hat man einfach gesagt, die Mundhöhle ist der Spiegel des Körpers und der Seele. Ja, die Mundhöhle ist etwas, was viele auch einfach gar nicht mehr so wahrnehmen, wo die Kapillare das Ganze so stark durchziehen und durchbluten, dass sie einfach die Möglichkeit haben, über das Ölziehen Giftstoffe, Toxine, die letztendlich in der Nacht freigesetzt werden, weil dein Körper fängt nachts an zu entgiften, zu reparieren, Probleme abzubauen, und diese ganzen Sachen müssen natürlich irgendwo abtransportiert werden. Ich weiß, es gibt genug sagen, es gibt keine Giftstoffe, es gibt keine Schlacke. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ja? Und wie gesagt, wenn du sagst, das ist nichts für dich, dann ist das in Ordnung. Aber urteile nicht darüber, bevor du es nicht selber ausprobiert hast. Und deswegen, wenn du offen bist und alle neue Möglichkeiten suchst, diese Chemiebomben von Mundspüllösungen einfach wegzuschmeißen, oh, wer räumt die Küche später auf? Ja, dann ist das Ölziehen eine super Alternative. Es gibt auch mittlerweile schon, wenn du sagst, ah, Öl, das ist doch echt mega eklig, dann gibt es mittlerweile schon in den Biomärkten verschiedene Produkte, die du da einfach kaufen kannst. Ich möchte da jetzt keine Werbeveranstaltung von machen, aber demnächst werde ich auch noch ein Video mit einem Testprodukt darüber machen, wo du einfach sagst, okay, du musst das pure Öl nicht benutzen. So, langer Rede, kurzer Sinn. Du musst das Ganze üben. Also, erstmal ist die Einstellung wichtig. Du möchtest es wirklich ausprobieren. Wenn du das Ganze ausprobierst, dann ist es etwas, was du tatsächlich üben musst, von
Ablauf ist es so, morgens, wenn du aufstehst, vielleicht schon die innere Wasserdusche zu dir genommen hast, ein bisschen stilles Wasser getrunken hast, dann gehst du in dein Bad und das Erste, um dem Ölziehen so ein bisschen ja schon entgegenzukommen, ist, dass du einfach mit einem Zungenschaber deine Zunge reinigst, weil da ist schon mal ganz viel Belag, den du einfach schon mal mechanisch entfernen kannst. Ich verlinke dir hier oben einfach nochmal ein Video über die Zungenreinigung, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ganz unabhängig vom Ölziehen, ja oder nein. So, dann fängst du an, entscheidest dich über ein Produkt, wo gehe ich gleich ein bisschen später drauf ein, was es für Öle gibt. Und dann ist es einfach so, fang mit einem kleinen Löffel an. Ja, steiger dich letztendlich von einem Teelöffel auf einen Esslöffel, weil das Ganze wird im Mund natürlich durch deinen Speichel, wenn du dieses Öl durch deine Zähne ziehst, immer mehr. Ja, du kaust quasi dieses Öl und dieses Ölige wird letztendlich ein bisschen weniger über die Zeit und gleichzeitig wird es ein bisschen wässriger durch deinen Speichel, aber es wird als Volumen einfach ein bisschen mehr. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du davon nichts runterschluckst. Ja, deswegen, wenn du noch nicht so erfahren bist, üb das bitte langsam. Genauso über die Zeit. Die Freaks, die können das 20 Minuten, die gehen dabei irgendwie duschen, die machen Gymnastik, die machen den Frühstückstisch fertig. Aber wenn du noch nicht so erfahren bist, fang bitte mit kurzen Zeitsequenzen an. Fang mit einer Minute an, steigere dich auf 5 Minuten, auf 10 Minuten und dann irgendwann auf 20 Minuten. Dann hast du natürlich den vollen Effekt, dass einfach das Öl diese ganzen Giftstoffe aus deinem Mundbereich rausziehen. So, jetzt machen wir einen ganz kurzen Break. Ich zeige dir, welche Öle für dich die besten sind. So, ich habe dir hier jetzt einfach mal verschiedene Produkte mitgebracht. Es geht mir nicht um Firmen, sondern es geht mir einfach um die einzelnen Arten der Öle. Das, was wir hier einmal haben, ist Olivenöl, kaltgepresstes Olivenöl. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Olivenöl, ganz generell nicht, weil ich finde immer, das macht dir mir persönlich immer so einen kratzigen Hals. Wenn du das machen möchtest, kannst du das benutzen. Rapsöl kannst du benutzen, ja, das haben wir hier auch. Was ein Favorite ist, da muss ich gestehen, das habe ich jetzt gerade nicht da, das ist zum Beispiel das Leinenöl, das kannst du auch sehr gut verwenden. Das klassische Öl der Ayurveda ist letztendlich das Sesamöl. Das haben wir hier. Das ist auch etwas, was ich gerade selber als Kur einfach mal für 4 Wochen benutze. Ich mache das immer ein bisschen unregelmäßig, immer so in Phasen, wo ich sage, jetzt habe ich das Gefühl, ich brauche das mal wieder ein bisschen intensiver. Das ist letztendlich ein gutes Öl, was ich gerne verwende. Du hast bestimmt im Internet auch schon viel von dem Sonnenblumenöl gehört und gesehen. Das ist jetzt etwas, was ich persönlich auch nicht benutze. Da wird halt auch viel drüber diskutiert, ob die Omega-6-Fettsäuren, die viel in dem Sonnenblumenöl drin sind und Entzündungen letztendlich vielleicht sogar fördern können, ob das überhaupt sinnvoll in dieser Konstruktion ist. Aber was absolut auch gehypt ist, ist das Kokosöl. Das haben wir hier einfach mal mitgebracht. Du siehst, das ist das, was letztendlich hier den Unterschied macht. Kokosöl ist bei Zimmertemperatur letztendlich so ein bisschen fester. Aber wenn du das in den Mund nimmst, wird es genauso wie die anderen Öle flüssig. Und ich würde sagen, ich probiere das jetzt gleich einmal mal aus, damit du das siehst, wie das funktioniert mit dem Sesamöl. Jetzt zeige ich dir, wie das wirklich funktioniert. Also. Wenn du das geübt hast und du das Gefühl hast, okay, jetzt ist Break, dann nimm dir einfach von der Küchenrolle gerne ein Stück Papier, mach das Ganze raus, tu es in den Müll, ja, weil das ist einfach wirklich extrem wichtig, dass du darauf achtest, dass du nichts schluckst. Danach spülst du deinen Mund einfach mit lauwarmem Wasser 2-3 Mal aus, dass es einfach alles aus deiner Mundhülle raus ist. Und dann kannst du entweder frühstücken gehen oder du putzt dir dann nochmal richtig ordentlich die Zähne. So, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Das Ölziehen ist etwas, was nicht schadet. Du musst dafür dich öffnen. Wenn du sagst, brauche ich nicht, dann lass es. Alles gut.
ja, aber es ist etwas, was doch einfach so ein bisschen, wer halt hat recht, einfach funktioniert, weil ich habe viele Patienten, vielleicht tendenziell eher Frauen, die sich darauf einlassen, wenn sie Zahnfleischprobleme haben, ja, oder zum Beispiel eine Patientin berichtete, dass sie einfach weniger Aften hat. Das heißt, das sind alles Geschichten, die das Ölziehen positiv beeinflussen können. Das ist einfach so, schau, das Zahnfleisch ist etwas, was normalerweise, wenn es gesund ist, wie ein, ja, wie ein straffer Wall, ein Schutzwall um deine Zähne fungiert. Und ich empfehle, dass Frauen beispielsweise immer parallel zu einer Zahnfleischbehandlung oder zu einer Zahnreinigung, also verstehe mich jetzt nicht falsch, das Ölziehen, das habe ich auch schon im Internet gefunden, das ersetzt nicht das Zähneputzen. Ja, also auf gar keinen Fall. Es ist für mich persönlich eine unterstützende Therapie, wo man einfach gerade das Zahnfleisch gesunden lassen kann. Und ich habe da selber schon viele Erfolge mit in der Praxis gesehen. Um nochmal zu sagen, was ist denn jetzt das beste Öl? Also ich habe dir in dem Video verschiedene Ölsorten vorgestellt. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die nehmen jeden Tag ein anderes. Ja? Die wechseln einfach, die haben alles zu Hause. Ich bin sowieso immer ein Freund davon, einfach Sachen mal zu wechseln. Und du kannst natürlich sagen, du nimmst einmal das Sesamöl, irgendwann das Leinöl oder das Kokosöl. Also, das soll es gewesen sein. Einfach nochmal eine kurze Einstellung. Was hält eine Zahnärztin vom Ölziehen? Ich finde es top. Wenn dein Kopf auch sagt, das ist top. Wenn du sagst, flop, dann lass es. Das soll es gewesen sein. Ich freue mich auf die bestimmt abwechslungsreichen Kommentare unter diesem Video. Schreib mir einfach mal, was du dazu meinst. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu treten, zu kommunizieren. Bis zum nächsten Video. Genau, bleib bitte gesund.